Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem ich mir mal zwei Mods mit euch anschauen möchte, die jeweils ein Update bekommen haben. Und als erstes haben wir da die Mod Expanded Terrain Tools von Kai Udenik. Die habt ihr sicherlich alle mal benutzt, falls ihr mit Mods spielt. Das ist die Mod, mit der sich die Terrain Tools um einiges besser bedienen lassen. Also hier kann man die Intensität besser einstellen und auch den Radius viel kleiner und sowas. Und man kann steilere Klippen einzeichnen. Das ist nämlich ohne Mods gar nicht möglich, so steile Klippen. Aber das ist noch nicht die Änderung, die ich euch zeigen möchte. Ich wollte euch nur kurz ins Bild bringen, welche Mod damit gemeint ist. Aber die hat ein paar neue Funktionen bekommen, die sehr, sehr praktisch in der Bedienung sind. Nämlich ist es jetzt so, dass man jetzt die Möglichkeit hat, durchs Halten der Shift-Taste das Ganze zu beschleunigen. Also ich mache jetzt mal die Intensität runter, dann geht das so langsam. Und sobald ich Shift drücke, geht es halt super schnell. Also damit könnt ihr dann wirklich schnell Sachen einzeichnen. Ohne Shift wird es halt lange dauern. Da baut sich es langsam auf, wie ihr sehen könnt. Sobald ich Shift gedrückt halte, geht das ruckzuck. Das geht übrigens nicht nur mit solchen Terrainsachen, sondern unter anderem auch mit Wasser. Wobei Wasser, glaube ich, eh immer schnell geht. Weil ich glaube, da ändert sich nichts. Aber auch hier zum Beispiel mit diesen Terrain-Oberflächen, wenn man die einzeichnet. Ich kann ja hier mal die Intensität langsam machen. Dann passt sich das ja so langsam an. Und wenn ich jetzt Shift drücke, ist es halt direkt da. Dadurch kann man halt sehr gut und schnell arbeiten, denke ich mal. Weil man dann die Stellen, die man halt ausgepinselt haben will, schnell so anpinseln kann und dann einfach die Shift-Taste loslassen und die Übergänge machen kann. Fühlt sich schon sehr, sehr gut an. Und das Ganze funktioniert auch mit den Bäumen und Büschen, die man einzeichnen kann. Das ist ja normalerweise auch so, wenn ich hier die Intensität runterstelle, dass das sich so langsam aufbaut. Und sobald ich jetzt Shift drücke, da seht ihr gleich direkt den Unterschied, pinselt er es halt direkt ein. Ist auch sehr praktisch, wenn man halt so ein bisschen dichtere Wälder machen will. Dann geht es alles viel schneller und benutzerfreundlicher. Und in den Rändern kann man dann ja wieder loslassen, die dann so einzeichnen. Drücke jetzt gleich nochmal, also ich zeige euch hier mal hier den Unterschied. Wir zeichnen mal so ein, gehen hier langsam lang. Und jetzt drücke ich Shift. Sieht man direkt, oder? Also es ist halt ein krasser Unterschied, dann ist es halt direkt zu 100% bewaldet. Ich meine, der Wald ist jetzt hier nicht so dicht, aber ihr werdet gleich noch ein bisschen mehr sehen, weil, ja, könnt ihr sogar schon hier unten links sehen. Das ist die zweite Mod, die ich euch gleich zeige. Da gibt es ganz viele neue Bäume und Büsche und so, die man einzeichnen kann. Aber bevor wir dahin kommen, eine neue Funktion gibt es noch bei der Expanded Terrain Tools Mod. Die ist auch sehr praktisch für diese Büsche. Denn wenn ihr X gedrückt haltet, könnt ihr die direkt löschen. Vorher musstet ihr immer hier dieses Tool auswählen. Und jetzt kann man halt, während man pinselt, einfach einpinseln. Und wenn einem irgendwas nicht gefällt, X drücken oder gedrückt halten und das wieder wegmachen. Und das Schöne ist, ihr seht, das verschwindet jetzt auch alles langsam. Das heißt, ich kann das auch kombinieren mit der Shift-Taste. Also X gedrückt halten, um Sachen zu löschen. Und mit Shift kann ich es beschleunigen. Genauso wie beim Einzeichnen. Das heißt, jetzt gerade in diesem Moment halte ich X und Shift gedrückt. Ist echt praktisch. Also damit kann man super, super gut die Sachen einzeichnen, ohne hier groß rumklicken zu müssen. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen an die Tasten, aber sobald man das raus hat, macht es das Spielen auf jeden Fall viel, viel einfacher. Und jetzt kommen wir zur nächsten Mod, die wir uns anschauen werden. Das ist die Expanded Foliage Brushes Mod. Diese bringt 86 neue Pinsel ins Spiel, mit der man Büsche und Bäume einzeichnen kann. Das sind wirklich eine Menge. Wir fangen jetzt erstmal bei dem Biom tropisch an. Und da haben wir als allererstes einen vollständigen Tropenwald. Dieser ist komplett blickdicht. Da kann man gar nicht durchgucken. Ist dann natürlich sehr praktisch, wenn man die Sicht der Besucher komplett verdecken möchte. Also stellt euch einfach vor, hier wäre ein Weg, dahinter das Gehege. Da könnte man dann halt die Sicht komplett verdecken mit. Aber das Interessante ist, ihr seht ja schon, hier gibt es viele tropische Bäume und sowas. Die kann man gut miteinander kombinieren. Es gibt zum Beispiel von dem Wald auch noch eine Version ohne Büsche. Da ist dann einfach der Unterschied. Also hier ist es komplett blickdicht. Und hier fehlen dann die Büsche zwischen den Bodenpflanzen und den Bäumen. Also da kann man dann noch durchgucken. Und das Schöne ist, der Übergang ist perfekt. Also man kann die perfekt miteinander kombinieren, diese ganzen Sachen.
Hier haben wir nämlich als nächstes auch noch einen offenen Wald. Und wir haben auch noch einen Dschungel. Das ist schon wieder ein bisschen anders von den Pflanzen. Aber ich zeige euch auch noch den offenen Wald. Genau, da fehlen dann auch diese hohen Elefantengräser oder was das sind. Da kann man dann noch besser durchgucken. Als nächstes haben wir dann einen Dschungel. Da ist die Bepflanzung ein bisschen anders. Da sind so ein paar mehr bunte Pflanzen bei. Dann gibt es auch noch einen Dschungel mit mehr Palmen. Dann einen Dschungel mit niedrigeren Palmen eher. Da sind dann diese Dinger ein bisschen kleiner und nicht so viele von den großen Palmen. Sind halt alles nur so minimale Unterschiede, aber damit kann man das halt sehr, sehr gut gestalten. Dann haben wir noch einen offenen Dschungel. Da fehlen dann komplett diese mittelgroßen Büsche, nur die kleinen sind dann da. Und als nächstes haben wir einen Dschungel mit Farnen. Den mag ich sehr, sehr gerne. Diese Farnenpflanzen finde ich super. Und die finde ich auch richtig gut. Das sind so rote, bunte Pflanzen. Sieht jetzt schon wie ein realistischer, cooler Wald aus, ne? Mit ganz wenig Aufwand. Und die Übergänge sind halt perfekt. Und man kann auch im Nachhinein das Ganze nochmal ändern, so ein bisschen. Ich könnte zum Beispiel mir ein paar Stellen raussuchen, wo ich einfach dann nochmal diese Pflanzen reinmache. Also das könnt ihr dann auch perfekt bearbeiten, wie ihr es haben wollt. Außerdem gibt es ja auch noch eine Mango-Version mit Mango-Bäumen. Ich glaube, Mango-Bäume sind diese hier, diese runden. Genau, diese hier sind das. Da wird es dann auch nochmal so ein bisschen blickdichter. Und dann haben wir als nächstes Palmen. Da kann man dann auch richtig viele von einzeichnen. Dann haben wir hier die Mangobäume. Da seht ihr die auch nochmal. Auch interessanter Pinsel. Wenn man da dran geht, sieht das auch wieder super aus. Dann haben wir hier nochmal die kleineren Palmen. Und so Gräser. Dann haben wir Farne. Die finde ich ja richtig gut. Man kann übrigens auch sehr gut dann zum Beispiel die Farne mit dem Wald kombinieren. Wenn man dann eine Stelle im Wald haben will, die nicht ganz so dicht bewuchert ist. Oder so eine Schneise oder so. Kann man das auch perfekt machen. Der Übergang ist super. Hier gibt es dann auch nochmal andere Farne. Dann haben wir ja so bunte Pflanzen. Also ein paar Blüten sind halt hier zwischen. Ansonsten ist es relativ grün. Das ist auch einfach nochmal Bodenbedeckung. Ist halt alles so ein paar verschiedene Sachen, mit denen man den Boden bedecken kann. Und dann haben wir nochmal dieses Elefantengras. Oder das Raptorgras. Kann man auch richtig schön dicht einzeichnen. Und dann haben wir auch noch mal ein anderes Gras. Das nächste Biom mag ich auch sehr gerne. Das ist der Redwood. Da gibt es einmal so eine gemixte Version. Da werden verschiedene große Bäume gemixt und auch Büsche. Sieht aber auch jetzt schon sehr cool aus, ne? Mit ganz wenig Aufwand. Ich finde das so krass, wie wenig man machen muss für einen richtig hübschen Wald. Und auch hier hat man dann wieder die Kombinationsmöglichkeit mit einem offenen Wald. Der hat dann auch nicht diese Bodenbedecker, sag ich mal. Das kann man dann auch wieder perfekt kombinieren. Also man kann es auch im Nachhinein dann einpinseln. Die Bäume verschwinden dann auch nicht. Wenn man es ein bisschen buschiger an der einen oder anderen Stelle haben will, kann man das nachkorrigieren. Dann haben wir nochmal einen hier mit Farnen, ein Wald. Bei der hier, glaube ich, auch Fahne hat, ne? Ah, der hat noch hier zusätzlich diese Bäume dazwischen. Oh, das ist nochmal ein bisschen dichter. Richtig viele Büsche. Ich habe jetzt mal hier einen T-Rex gespawnt. Das sieht schon echt gut aus. Und so ein tolles Ergebnis kriegt man halt schon mit ganz wenig Mühe.
Aber es sind halt auch immer nur so minimale Unterschiede hier. Also dann sind da zum Beispiel ein paar Farnpflanzen bei, ein paar niedrigere Bäume und so. Aber wenn man da ein bisschen sich mit austobt und ein bisschen das kombiniert, dann wird das echt ein cooler Wald. Ich würde euch das ja gerne viel mehr im Detail zeigen, aber ich glaube, das wird viel zu lange dauern. Aber ich glaube, ihr könnt das schon ganz gut sehen. Also hier sind zum Beispiel keine Redwood Trees dabei. Dann haben wir hier auch nochmal so ein paar kahlere Stellen, die kann man dann auch im Nachhinein einzeichnen. Das hier sind nur Büsche. Und das sind jetzt hier nur diese Bodenbedecker. Da kann man wirklich auf die Schnelle einen vollständigen Redwood-Wald machen, der auch realistisch aussieht. Und das ohne viel Aufwand. Und das nächste Biom, das wäre das gemäßigte. Da gibt es dann einmal so einen grünen, dichten Wald, der auch blickdicht ist. Dann gibt es das Ganze auch mit diesen schönen roten Bäumen. Dann haben wir das als offene Version wieder, ohne diese Büsche da. Kann man da ein bisschen durchgucken. Genauso wie bei dem gemäßigten. Bei dem bunten meine ich natürlich. Hier haben wir dann auch noch mal so ein paar andere Bäume. Auch wieder eher so Redwood-Bäume. Auch ein schöner Wald. Dann haben wir hier noch so mittelgroße Büsche. Das Ganze auch nochmal in roter Version. Das nochmal ein bisschen offener dann, also nicht so blickdicht. Und auch wieder in Rot. Und dann haben wir wieder Farne. Dem auch eine sehr schöne Farbkombination. Die sind jetzt nochmal ohne Gras. Ah, da sieht man dann hier so ein bisschen die braunen Stellen durch. Und das hier ist nochmal niedriger. Aber auch sehr schön. Und dann haben wir auch nochmal ein paar andere Bodenbedecker. Ich mach's mal hier auf einer freien Fläche. Oh, das ist wie so eine kleine süße Blumenwiese mit Gänseblümchen. Das gibt's auch als drei verschiedene Versionen. Hier ist es halt sehr buschig, bisschen weniger Büsche und hier fast keine. Hier eher nur so hohe Gräser. Aber ist schon echt schön. Dann haben wir die Taiga, also das verschneite Biom. Dann haben wir einen schönen Nadelwald. Dann haben wir noch einen Nadelwald, der noch dichter ist. Dann haben wir Redwood Trees. Das sind dann, glaube ich, so vertrocknete Pflanzen nur noch. Ja, das ist so ein vertrockneter Wald. Auch sehr schön. Sieht besonders cool bestimmt aus, wenn das verschneit ist. Das ist nochmal so Bodenbedecker. Andere Bodenbedecker. Und nochmal Bodenbedecker. Da zoome ich jetzt auch nochmal ran. Dann könnt ihr das auch nochmal sehen. Eher so bräunlich. Hier sind noch so ein paar mehr Blumen. Und hier sind dann richtig viele Blumen, auch diese roten dazwischen. Das Alpinbiom ist, glaube ich, nochmal identisch, hätte ich jetzt gesagt. Sieht zumindest so aus. Ich glaube ja, vielleicht ist es minimal anders. Ich weiß es nicht genau, müsste man ausprobieren. Sieht auf jeden Fall auf den Bildern identisch aus. Dann haben wir die Wüste auch noch mit Kakteen. Palmen, noch mehr Kakteen, dann diese mittelgroßen Büsche, nochmal ein bisschen weniger Busch und langes Gras einfach nur. Sieht wahrscheinlich jetzt in diesem Biom nicht ganz so cool aus, wie es in der Wüste aussehen würde mit Sandboden. Aber ich finde, selbst hier kann man das ganz gut benutzen. Hier ist nicht so schlecht aus. Und als nächstes kommt dann Bios hin. Das ist ja auch dann dieses eher sehr dschungelige Biom mit einem richtig dichten Wald. Da mag ich ja die Bäume sehr gerne, weil da so diese ganzen
Ranken oder was das sind, runterhing. Aber da gibt es auch noch mehr. Wenn wir jetzt einmal ganz runter scrollen, da sind wir nämlich schon. Hier sind wir. Da gibt es nochmal einen weiteren Wald. Der ist dann nicht ganz so dicht. Dann haben wir noch einen weiteren Wald. Da sind dann fast keine großen Bäume mehr. Das sind vertrocknete Bäume. Oh, die finde ich ja auch richtig gut. Oh, das ist richtig nice. Und das sind tote Bäume hier. Da könnte man dann so verbrannte Stellen direkt einzeichnen. Okay, das ist echt cool. Also hier ist dann noch so ein bisschen mehr Grün und Gras dazwischen. Und bei den ganz Toten sieht es dann so aus. Richtig vertrocknet. Denn hier gibt es auch noch Bepflanzung. Also so Bodenbedecker. Die auch nochmal unterschiedlich sind. Sehr grün. Eher so Farne, würde ich hier sagen. Auch ein bisschen dichter. Und dann gibt es einfach nochmal das, wo ganz wenig Gras nur ist und das nur sehr vertrocknet ist. Das finde ich auch gut. Ist natürlich dann passend zu diesen trockenen Bäumen. Und als allerletztes haben wir das Malta-Biom. Auch wieder mit verschiedenen Wäldern. Das hier ist dann ohne Bäume. Und das hier sind wieder nur noch solche kleinen Büsche. In verschiedenen Ausführungen. Ihr müsst halt immer bedenken auch so ein bisschen, dass die Sachen auf den Maps hier nicht so gut rüberkommen. Also diese Malta-Bäume würden zum Beispiel wahrscheinlich auf den Mittelmeerkarten ein bisschen besser aussehen. Als jetzt hier auf, ich glaube, Kanada oder so ist das. Aber es ist schon echt schön. Ich finde es halt richtig cool, was für schöne Landschaften man einzeichnen kann innerhalb von kürzester Zeit. Weil das könnte man ja so als Gehege nehmen. Hier noch ein paar Felsen zwischen, ein bisschen Wasser. Das würde schon 1A aussehen. Und das mit ganz wenig Aufwand. Macht halt alles das Tool für einen. Ich verlinke euch natürlich unten die beiden Mods in der Videobeschreibung. Falls ihr die mal selber ausprobieren wollt, schaut da gerne vorbei. Und mich würde mal interessieren, was macht er denn jetzt hier? Mich würde mal interessieren, welcher euer Lieblingsdino von Jurassic World Evolution 2 ist. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und falls ihr mehr Jurassic World Evolution 2 Content sehen wollt, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Das würde mich auf jeden Fall echt unterstützen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dundee.